Charles, sag mal, was sagt dir eigentlich das Thema Freundinnenschaften? Nicht so viel, eigentlich gar nichts. Naja, aber dann müssen wir auch keine Folge darüber machen, oder? Nö, dann schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Live-Folge von InSpectrum. Wir machen heute natürlich trotzdem eine Folge zum Thema Freundinnenschaften, würde ich mal sagen. Ja, mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, weiß und verwende keine Pronomen. Dann mache ich weiter. Hi, ich bin der Chris. Ich bin 39, ein weißer Cis-Mann. Ich bin demisexuell, sehe mich als grey aromantisch und ich wohne in Deutschland. Und wenn es irgendein Label geben sollte dafür, dass man immer zur Aro Week pünktlich krank wird, dann habe ich das auch. Sehr gut. Dann mache ich mal weiter. Ich bin Noah. Ich bin ebenfalls weiß. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ich bin Ace, demiromantisch, aplatonisch und ich gehe weiter. Ja, dann mache ich mal weiter. Hi, ich bin Orca, Delfin. Meine Pronomen sind MMs oder XXIs. Ich bin 26, bin ebenfalls weiß und aus NRW in Deutschland. Und ich bin Raven Collector, das heißt, dass ich einen ganz schönen Labelberg habe. Und dazu gehören zum Beispiel Cypriot, Pan, Oriented Arrow Ace, Aliqua, Alterös, Aliqua Queer Platonisch, Agena Flux, Amato Punk seit neuestem und Spoonie. Mein Name ist Charles, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Deutschland, bin weiß, meine Pronomen sind deren, denen. Ich bin aromantisch und aplatonisch und sex-favorable Ace und ja, bin auch hier. Ja, und wie angekündigt sprechen wir heute über Freundinnenschaften. Allerdings haben wir bei der Planung festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Personen hier entweder aplatonisch oder auf dem aplatonischen Spektrum sind. Daher mal sehen, was da heute rauskommt. Ein Hinweis: Die Folge wird wie immer aufgezeichnet, also die Live-Folge. Und ihr könnt zu euren Kommentaren. Ihr könnt beitragen über Kommentare im Chat, entweder auf Twitch oder hier im Discord-Chat. Und wieder wie die letzten Male auch, wenn ihr nicht wollt, dass euer Benutzername, Anzeigename vorgelesen wird mit dem Kommentar, dann könnt ihr das Emoji mit der Sonnenbrille vor euren Beitrag schreiben. Also auf Discord Doppelpunkt Sunglasses Doppelpunkt und auf Twitch ein großes B und eine Klammer zu, dann lesen wir euren Namen nicht vor und ihr könnt natürlich auch anonym beziehungsweise sagen, dass der Kommentar überhaupt nicht vorgelesen werden soll. Dann könnt ihr auf Discord die Fledermaus davor machen und auf Twitch gibt es keine Fledermaus, also nehmen wir das Vote-Nay-Schild, also Doppelpunkt Vote-Nay, Doppelpunkt. Noah, Chris, Charles, ich. Und ich denke auch, Orca, du bist auch erreichbar während der Veranstaltung. Genau, wir sind während der Veranstaltung per DM auf Discord erreichbar, wenn irgendetwas sein wird. Nachdem wir eine Stunde bzw. bis eineinhalb Stunden eingeplant haben, wird es keine Pause geben, nachdem das dem Format nicht ganz so dienlich ist in dem Fall. Ja, und das war es eigentlich schon mit den Hinweisen, oder habe ich irgendwas vergessen? Nö, passt. Ja, genau, dann kommen wir, denke ich mal, zum Thema. Thema ist heute Freundinnenschaften. Und ich würde mal damit anfangen, dass wir das deswegen für wichtig halten, weil für viele Personen auf dem aromantischen Spektrum Freundinnenschaften wichtiger sein können als Paarbeziehungen. Also es ist natürlich nicht für alle so, aber gerade dann, wenn eine Person zum Beispiel auch Non-Partnering ist oder sich viel mit Beziehungen, romantischen Beziehungen und Vorstellungen davon auseinandersetzt, dann kann es einfach sein, dass Freundinnenschaften einen anderen Stellenwert einnehmen
und einfach auch die wichtigen Beziehungen im Leben einer Person sind. Und außerdem wünschen sich natürlich viele Menschen und eben auch Personen auf dem Aruspec deswegen vielleicht auch besonders gute Freundschaften. Also denke ich, ist das schon ein ganz gutes Thema heute. Dann würde ich euch gleich mal in die Runde fragen, oder alle, die hier jetzt mit mir sitzen, was bedeuten Freundinnenschaften denn für euch? Erst einmal. Ja, Charles? Ja, anders als beim Cold Open angesprochen, kann ich auf jeden Fall was zum Wort Freundinnenschaften anfangen. Ich benutze das Wort tatsächlich nicht so oft für Leute, die mir nahestehen. Aber ich weiß, dass es von außen betrachtet oder so deskriptiv verwendet auf jeden Fall ich Freundinnenschaften für und mir die auch viel bedeuten. Ja, Chris, ich bin dir ins Wort gefallen. Das ist sehr gut, weil ich kann mich dir einfach anschließen. Ich habe auch immer Probleme, so den Begriff Freundinnenschaft irgendwie konkret zu definieren für mich. Und ich redet von den meisten Leuten irgendwie eher immer als von Bekannten. Für mich sind Freundinnenschaften vielleicht was oder Personen, mit denen ich tiefer gehende Gespräche führen kann, also auch mich irgendwie so ein bisschen verwundbarer geben kann. Aber das ist so ja eine der Hauptkategorien, glaube ich, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht eher Freundinnenschaft als Bekanntschaft. Noah, was sagst du? Bei mir ist es oft so, dass, bei mir ist es halt oft so, dass das Label von außen kommt, also dass mir dann die andere Person irgendwie mitteilt, dass wir jetzt befreundet sind, was für mich prinzipiell auch in Ordnung sind. Also ich würde sagen, Freundinnenschaften sind Leute, mit denen ich irgendwas gemeinsam teile, ob es ein Hobby ist oder eben tiefe Gespräche oder mehreres zusammen. Ich glaube, irgendwie da würde ich das sehen. Und sie sind für mich auf jeden Fall wichtig, auch wenn ich sie jetzt nicht direkt label. Ich weiß, das ist der Übergang für mich von Bekanntschaft zu Freundinnenschaft ist recht fließend. Wie gesagt, das kann vielleicht auch ein bisschen mit meiner Aplatonik zusammenhängen. Und ja, also ich habe jedenfalls keine Schwierigkeiten, mich mit Menschen anzufreunden. Scheinbar wird mir jedenfalls so gesagt. Ja. Ja, Orca, möchtest du noch was sagen oder soll ich? Ich kann es versuchen. Ich finde die Frage unerwartet schwer zu beantworten. Und ich glaube, ich bin die Person in der Runde, die ausnahmsweise nicht aplatonisch oder auf dem Spektrum ist. Ich weiß nicht, Freundinnenschaften sind auf jeden Fall für mich sehr wichtige Beziehungen und meine Freundinnen sind auch ja fast die wichtigsten Personen in meinem Leben. Ich finde aber auch den Übergang, wie bei dir, Noah, von so Bekanntschaft zu Freundinnenschaft tatsächlich fließend. Ich bin aber auch so die Person, die schnell sagt, ja, wir sind befreundet. Aber ich würde auch sagen, Freundinnenschaften oder Freundinnen sind für mich Familie, also meine selbstgewählte Familie. Ja, das erstmal so. Ja, der Begriff ist auch einfach schwer zu definieren, glaube ich. Mhm. Und ich habe dieses Definitionsproblem ein bisschen anders gelöst. Habe früher den Begriff Freundinnenschaften auch sehr eng verwendet eigentlich. Und jetzt verwende ich ihn einfach sehr weit, also quasi für alles gefühlt. Nee, nicht für ganz alles, aber so für mich ist jede irgendwie intentionale Beziehung zwischenmenschlich erstmal eine Freundinnenschaft. Und wenn das ist, es ist eine Person, das Beispiel, das ich immer bringe, es ist eine Person, die regelmäßig in meiner Escape Room Gruppe dabei ist und da besteht nicht viel weitere Beziehung, aber ich frage die Person immer wieder, ob sie dabei sein will. Die Person ist dabei, sie ist in meinem Umfeld. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, die jetzt auszutauschen, wenn sie Zeit hatte. Also sind wir wohl befreundet und dann werde ich einer anderen Person gegenüber auch sagen, ja, ich bin mit der Person befreundet. Und ich weiß, dass manche Leute dann eher als gute Bekanntschaft bezeichnen oder sowas, aber das macht für mich persönlich jetzt eigentlich nicht so viel Sinn, weil ich meine Freundinnenschaften beziehungsweise eigentlich generell meine zwischenmenschlichen Beziehungen
gerne in so einem Netzwerkmodell sehe, also wo unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Positionen einnehmen und für ganz unterschiedliche Dinge da sind auch so ein bisschen oder ganz unterschiedliche Beziehungsbedürfnisse oder soziale Bedürfnisse erfüllen und wo aber alles so ein bisschen seinen Platz hat, sage ich mal. Ja, genau. Und da bin ich gerade schon so ein bisschen weitergegangen ins Wozu eigentlich Freundinnenschaften? Und vielleicht wollt ihr da ja auch noch was sagen. Ja, Noah? Also ich sag gleich was dazu. Ich möchte aber gern nochmal die Aufforderung an die Leute, die hier mit uns im Discord sind und natürlich auch die Leute, die uns auf Twitch zuhören, schreibt gerne auch zu unseren Fragen, die wir hier gerade versuchen zu beantworten, was dazu oder stellt selber Fragen. Die Folge lebt davon, wenn ihr euch beteiligt. Und wollte ich nur noch mal gerne reinwerfen. So, die Frage war gerade, wozu Freundinnenschaften? Ja, oder? Hatte ich richtig. Gut. Ja, genau. Gut. Ich brauche schon den Austausch mit Menschen. Also auch wenn ich nun mal aplatonisch bin und ich diese Anziehung nicht habe, ich brauche den Austausch. Und es ist einfach so, so wichtig, sich mit anderen Menschen austauschen zu können und sich immer mal wieder Feedback holen zu können, wo ich auch besonders wichtig sehe bei meinen, ich sag mal, engsten Freundschaften. Ich möchte jetzt keine Freundschaft werten, aber ich habe halt Menschen, mit denen bin ich besonders auf einer Linie, auf einer Wellenlinie, sagt man, glaube ich, so, so schön. Da brauche ich das auch immer, wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder ich immer mal so Feedback, also vor allen Dingen auf der emotionalen Seite oder wenn es mir besonders schlecht geht, dass eine Person dann kommt und mir hilft und das nochmal ein bisschen einordnet. Und das ist, finde ich, so, so wichtig, dass es da diese Menschen gibt. Und ich muss sagen, das machen bei mir Freundinnenschaften mehr als meine Familie. Wobei auch in meiner Familie habe ich, freundschaftliche Beziehungen, aber halt nicht bei allen. Und meine engsten, also ich habe da meine zwei engsten Kumpels, von denen ich auch manchmal in Folgen immer erzähle. Und die sind für mich einfach unglaublich wichtig. Und die brauche ich auch. Und auch alle anderen. Also jeder gibt irgendwie wieder ein neues Spektrum und an Möglichkeiten, Ideen dazu und das braucht man. Also, ach, da haben wir es wieder in Speck drin. Tralala. Geh mal weiter. Ja, was bedeutet das denn für euch? Ja, bei mir, Freundschaften sind unglaublich wichtig für mich. Ich bin auch ein Mensch, ich funktioniere am besten in Gesellschaft, weil ansonsten, ja, also wenn meine Freundinnen nicht da sind, ob das jetzt online ist oder offline, dann habe ich das Gefühl, es fehlt was, weil ich die Gesellschaft so gern mag und weil ich sie so gerne um mich habe. Wir müssen gar nicht mal unbedingt miteinander reden, einfach nur so da sein. Und es sind einfach sehr wichtige Bezugspersonen für mich, die mich verstehen. Nicht immer, das ist, glaube ich, normal, aber die, ja, für mich da sind, wo ich für sie da bin und ja, wo wir ja einfach viel Zeit verbringen können und auch gemeinsam schweigen können. Das ist, glaube ich, auch irgendwas, woran ich merke, dass es eine engere Freundschaft auch ist. Auch enger nicht irgendwie hierarchisch gemeint, sondern engere Freundschaft ist bei mir meistens so eine Momentaufnahme, Leute, mit denen ich gerade sehr viel mache oder mich sehr verbunden fühle. Genau. Ja, einfach, also weil wir jetzt schon mehrfach das hatten, dieses nicht hierarchisch gemeint, denke ich, eher dieses, es sind halt andere Bedürfnisse auch, die erfüllt werden in einer Freundinnenschaft, in der auch mal viel geredet werden kann. Das ist jetzt eine andere Freundinnenschaft als eine Person, mit der ich so alle paar Wochen, Monate ein Hobby ausübe oder so. Ja, genau. Es hat einfach, wenn ich über diesen Zweckbegriff gehe, hat es einfach einen anderen Nutzen und die Person hat, die andere Person hat davon hoffentlich auch einen anderen Nutzen. Ja. Genau, wobei auch bei mir enge FreundInnen auch Personen sein kann. Also ich habe zum Beispiel eine befreundete Person, mit der habe ich leider kaum Kontakt, weil es sich irgendwie nie ergibt, beziehungsweise dann ist immer irgendwer von uns beiden beschäftigt und gerade richtig im Stress oder irgendwas ist. Aber die Person würde ich auch als enge Freundin bezeichnen, auch wenn da jetzt gerade nicht so viel passiert, aber einfach durch die quasi Geschichte, die wir miteinander haben, weil wir schon so lange befreundet sind und auch eine Zeit lang sehr eng waren und dann
ja, ist dann auch mal die Zeit, wo nicht so viel passiert, dann tut dem quasi keinen Abbruch. Vielleicht dann auch, weil ihr eine Bindung aufgebaut habt, wahrscheinlich. Ja. Das ist ja nochmal so ein Aspekt, denke ich, den ich da auch rausstreichen will, dass manchmal einfach auch entweder über Zeit oder über vielleicht auch über Gewohnheit oder auch wie auch immer einfach Bindung zwischen Menschen auch entstehen kann. Und die ist dann natürlich nicht, also einfach sofort weg, weil die Dynamik sich ändert oder weil eine Regelmäßigkeit sich ändert. So. Ja. Charles? Ja, also ich habe jetzt ein bisschen drüber gegrübelt, was der Nutzen für mich ist an den Beziehungen, die ich führe zu Menschen. Und was Orca gerade beschrieben hat, zu der Freundinnenschaft mit einer gewissen, einfach wenig Überschneidungspunkt im aktuellen Punkt, aber trotzdem eine Verbundenheit. Damit kann ich irgendwie bei meinen Freundinnenschaften, in Anführungszeichen, sehr viel anfangen. Mir geht es immer so, dass ich da fast sogar so eine Art Selbstzweck sehe. Das sind Menschen, die ich in meinem Leben habe, die mir immer mal wieder irgendwie was für sie ist, auch in mein Leben tragen und andersrum. Aber ja, die irgendwie so auf meinem Lebensweg neben mir herlaufen und mal enger, mal weiter entfernt sind und jetzt gar nicht so einen anhaltenden Nutzen für mich haben. Oder ich weiß, ne, also Nutzen ist eh ein Wort, das auch weit, weit gefasst ist. Und natürlich haben die, in dem, dass sie bestehen, für mich einen Nutzen für Austausch und so weiter und so fort. Genau, aber jetzt nicht, dass ich konkret sage, dass wir irgendein Hobby ausüben oder irgendwie zusammen gemeinsame besondere Interessen haben, über die wir uns dann austauschen, das meine ich damit. Ja, Noah? Wir haben einen Kommentar, den würde ich gerne mal vorlesen, weil der passt sehr gut. Für mich bedeuten Freundinnenschaften vor allem Zugehörigkeit. Ob in einer kleinen Gruppe oder 1:1, ich fühle mich gerne mit Menschen verbunden. Ja, das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, danke. Würde ich auch so unterschreiben. Also sich irgendwo zugehörig fühlen ist ja auch voll wichtig. Und was ich noch sagen wollte, ihr müsst das jetzt nur, weil ich mache das sehr viel über den Nutzenbegriff. Aber ich glaube, das ist sicher nicht die einzige mögliche Annäherung. Und da können unterschiedliche Menschen sich auch ganz unterschiedlich annähern. Und es hat auch so viele andere Aspekte vermutlich auch als diesen gegenseitigen Nutzen. So. Chris, willst du dazu eigentlich noch was sagen, oder? Ja, richtig. Ja, ich habe auch so diesen Punkt der, wie beschreibe ich das, gegenseitigen geistigen Befruchtung, würde ich mal sagen. Ich hatte vor Ewigkeiten, da war ich noch Teenie, mal so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich mit einer guten Freundin aus Berlin gechattet und habe der irgendwie beschrieben, so hier, das ist gerade meine Lebenssituation, mir geht's so und so. Und die hat einfach gesagt, ah, alles klar, du fühlst also das und das. Also einfach kurz und prägnant. Und ich so, oh, okay, ich habe gerade neue Worte gelernt, aber ja, das ist genau das, was mit mir gerade los ist. Und in die andere Richtung habe ich das inzwischen bei mehreren Freunden auch in die andere Richtung machen können, dass die mir irgendwie Dinge erzählt haben und ich dann irgendwie denen Begrifflichkeiten dafür geben konnte. Und das fand ich irgendwie ein relativ schönes Erlebnis. Noah, mach du zuerst dich. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, dass das dann andere für einen einordnen können oder Begriffe oder eben nochmal diese neue Perspektive darauf geben können. Ja, voll. Also ich stimme euch voll zu. Für mich ist es so ein bisschen anders, aber wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen anderer Mensch bin. Aber ich habe auch eine voll wichtige Freundinnenschaft mit einer Person, die einfach sehr gut darin ist, Fragen zu stellen. Und also Fragen, die sehr on point sind auch. Und dafür bin ich immer mega dankbar. Also wenn mir irgendwer sagen würde, du fühlst das und das, dann wäre ich eher so, wer bist du, dass du mir erzählst, was ich fühle? Aber wenn mir jemand eine pointierte Frage stellt, ist es das oder ist es das oder irgendwas anderes, erzähl mal ein bisschen mehr. Und keine Ahnung, also wenn das jemand gut kann, das ist also für mich ist das Gold wert. Wir haben wieder einen Kommentar. Genau, und zwar hat Faye geschrieben, mir ist die emotionale Nähe zu meinen FreundInnen sehr wichtig und das Gefühl, wirklich ich sein zu können.
Durch den Grad, in dem das möglich ist, unterscheide ich Bekanntschaften von Freundinnenschaften. Ah, ja, ja, das zählt auch in diesen Punkt ein, den ich vorhin meinte, dass man sich verwundbar geben kann, in dem Fall dann man selbst sein kann und von den anderen Personen nicht gejudged wird dafür. Also würde ich mich sehr anschließen. Ja, voll. Für mich ist das in manchen Freundinnenschaften so. Also gerade in Freundinnenschaften, die enger sind oder wo halt mehr emotionale Nähe und mehr Verwundbarkeit auch besteht und die diesen unter Anführungszeichen Zweck auch haben. Klar, dort, wo emotionale Nähe ist, in dem Punkt, ist dann immer auch die Frage, wie weit übersteigt das nicht durch die Bindung, die entstanden ist, über die Zeit auch schon den akuten Nutzen in der Situation oder das akute Bedürfnis in der Situation. Aber gleichzeitig ist für mich so, in Freundinnenschaften, wo das nicht so ist, ist mir das auch nicht so wichtig tatsächlich. Ich glaube, da geht es mir ähnlich. Also ich bezeichne teilweise auch Leute, bei denen ich nicht komplett ich selber sein kann oder mich nicht gerne so verwundbar zeige, teilweise als Freundinnen. Einfach weil ich den Begriff, ich glaube ähnlich wie du, Finn, auch sehr, sehr weit verwende. Und ja, es gibt aber auch Freundinnen, bei denen steht das ich selber sein oder mich verwundbar zeigen können gar nicht so im Vordergrund. Vielleicht einfach, weil wir ein gemeinsames Interesse haben und darüber connecten und das dann in dieser Freundschaft mehr im Vordergrund steht. Vor allem, weil ich dann für das, okay, ich kann mich zeigen, wie ich bin oder mehr zeigen, wie ich bin, in anderen Freundschaften quasi schon ja, abgedeckt wird, um es mal so platt zu sagen, dass dann gar nicht irgendwie, ja, ich das in allen Freundinnenschaften oder Bekanntschaften, je nachdem, wie Mensch es dann bezeichnet haben muss, wo mir dann die Leute aber teilweise trotzdem wichtig sind, auch wenn wir jetzt nicht irgendwie die emotionale Nähe haben oder dass wir sehr viel miteinander teilen oder sowas. Ja, will dazu noch wer von euch etwas sagen oder wollen wir ein bisschen weitergehen? Noah? Ich will jetzt nichts weiter dazu sagen, außer zu Faces Beitrag ist gerade noch so ein Finger-Up-Symbol erschienen. Also da stimmt noch eine Person zu. Sehr genau. Cool. Dann, Chris, du wolltest auch noch was? Genau, würde ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Noah als erstes genannt hatte, mit dem, dass die Freunde auch so eine Perspektive von außen irgendwie bieten können. Das ist auch was für mich irgendwie relativ wichtig ist, denn ich bin so, meine geheime Superkraft ist Overthinking und ich kann mich sehr, sehr gerne in irgendwie so eine Ecke denken, was irgendwelche Lebenssituationen oder sonst was angeht. Und wenn ich dann aber jemanden habe, mit dem ich drüber reden kann, dann kommt oft ein, hä, warum machst du nicht einfach das und das? Und so, das macht mir Perspektiven auf, an die ich einfach noch nie gedacht habe. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und oft sind es irgendwelche Sachen, wo mir meine Familie zum Beispiel nicht weiterhelfen kann, weil es halt irgendwelche Situationen sind, die einfach nicht kennen. Und dann ist das dann definitiv auch was, wo ich irgendwie Freunde in meiner Altersklasse oder so brauche, die mir da irgendwie, die da auch in diesem Thema vielleicht auch drinstecken. Ja, Noah? Ja, wir haben noch einen Kommentar von Nia Knight. Ich denke, bei mir ist es vor allem dieses Ding von, ich kann still sein, ich muss nichts sagen und trotzdem wissen Menschen, wie es mir gerade geht. Oder auch einfach so das Gefühl davon, dass ich eben nicht reif sein muss, nicht groß versuchen muss, erwachsen zu sein und alles leiten muss. Das kenne ich auch. Da hatten wir letztens so ein Ding mit meinen besten FreundInnen, bin ich immer am Rumpfweichsen. Also wir machen eigentlich gefühlt die Hälfte der Zeit nur Blödsinn. Wir mögen das einfach untereinander. Und dann war eine andere Person, die hat sich darüber beschwert, das geht doch nicht, ihr seid doch alle erwachsen, das könnt ihr doch nicht machen. Oh, und wir nur noch gelacht haben, es geht nicht. Also, ja, da muss ich mich einfach nicht verstellen. Ja, das wollte ich noch sagen und vorlesen. Wollen wir uns einer weiteren Frage widmen? Oder einem weiteren Thema in dem Umkreis? Orca hatte noch angefangen, was zu sagen. Ja, aber ich habe es vergessen. Ah, okay. Okay, sorry. Na gut. Dann stellt sich natürlich, jetzt haben wir darüber geredet, warum Freundinnenschaften für uns wichtig sind, wozu die gut sind und alles. Jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, wie kommen wir überhaupt zu Freundinnenschaften?
Also, wie finden wir FreundInnen? Ja, genau. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die ja nicht immer so einfach ist. Also lasst uns da mal eine Runde drüber reden. Noah? Ich fange einfach mal an. Ich als kleines Äpfelchen, also aplatonisch. Bei mir ist der Leitspruch, Freundschaften passieren. Bei mir. Also gehe einfach meinen Hobbys nach. Mein Lieblingsbeispiel, Pen and Paper. Ich treffe mich einfach mit irgendwelchen random Leuten, die auch gerne Pen and Paper spielen möchten. Und es macht Spaß. Und wir stellen fest, oh, wir vertragen uns irgendwie ganz gut. Und wir spielen noch eine Runde und noch eine Runde. Und irgendwann kommt der Punkt, ach, wir können ja auch mal außerhalb was machen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo dann die Leute sagen, ja, wir sind ja jetzt FreundInnen. Und ich dann, okay, dann sind wir ja jetzt FreundInnen. Oder auch andere Sachen. Leute bringen irgendwie andere Leute mit. Und man unterhält sich, trifft sich irgendwie öfter nebenbei. Und irgendwann ist der Punkt irgendwie, ja, wir sind jetzt FreundInnen. Also bei mir ist es tatsächlich, also eigentlich nie wirklich Leute gesucht. Das passiert einfach bei mir nebenbei. Aber ich weiß nicht, ob das für jeden funktioniert. Genau. Ja, geht mir tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Aber vielleicht schauen wir dann noch so ein bisschen, wie ist es denn für die Leute, die Freundinnenschaft suchen. Und ich denke, da hast du eigentlich auch schon einen sehr guten Punkt tatsächlich genannt. Nämlich dieses gemeinsame Interessen, gemeinsame Aktivitäten, das hilft, glaube ich, oft schon sehr. Da es ist zwar nicht am Anfang vielleicht nicht gleich so eine, auch für Menschen, die engere Freundinnenschaften suchen, vielleicht nicht gleich diese enge Freundinnenschaft da, aber Menschen müssen sich ja auch erst einmal kennenlernen, damit sich so eine Bindung überhaupt entwickeln kann, würde ich mal sagen. Insofern ist die Frage, Menschen über gemeinsame Interessen, gemeinsame Orte, gemeinsame Aktivitäten kennenzulernen, schon auch ein guter Tipp einfach. Charles, sorry, jetzt habe ich dich nicht reden lassen. Ah, gar kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass ich habe, wie gesagt, mit dem Wort Freundinnenschaft kann ich nicht so viel anfangen, aber Menschen, die mir sehr viel bedeuten, zu denen ich eine tiefe Bindung habe, das ist auch irgendwie schon was einfach so ein bisschen so passiert ist, vielleicht ein bisschen wie Noah das beschrieben hat. Ich bin tatsächlich relativ gut darin, weil ich habe ein Bedürfnis für soziale Kontakte und da würde ich sagen, dass ich noch nie Probleme hatte, da irgendwie Menschen zu finden, die über einen gewissen Zeitraum mit mir diese sozialen Bedürfnisse irgendwie decken. Und eigentlich habe ich es da, natürlich braucht es irgendwie so einen Verbindungspunkt, über den Mensch sich kennenlernt. Aber dann war das einfach immer, dass ich auch relativ leicht begeisterungsfähig bin für das, was andere Menschen machen und dann auch ein tatsächliches, echtes Interesse daran habe, was sie machen. Und egal, was dann, also auch wenn es nicht gemeinsam ist, sogar finde ich sogar besonders, auch wenn es nicht gemeinsam ist, wenn es für mich was Neues ist, dann denke ich mich da irgendwie super gern rein und habe ein ganz, ja, ehrliche Fragen dazu und will irgendwie ganz viel darüber lernen. Und dafür hat sich dann irgendwie auch so eine entwickelt sich dann oft eine gegenseitige Sympathie und die Menschen mögen dann auch mit mir Zeit verbringen und haben dann eben auf Dauer für mich angelegt, diese soziale Komponente. Genau, ja. Ich weiß nicht, bevor Orca es vielleicht wieder vergisst und dann kommt Noah mit dem Kommentar. Ist es in Ordnung? Okay. Oh no. Oh je. I'm sorry, Orca. Alles okay, kein Ding. Ja, ich glaube, bei mir ist es mit dem Thema Freundinnenschaften gar nicht so leicht, weil ich einfach eine Person bin, die auch sehr overthinking unterwegs ist und auch sehr self-conscious, mir fällt es gerade auf Deutsch nicht ein, wo ich dann auch oft einfach denke, okay, du findest die Person gerade cool und würdest gerne mehr machen, aber was, wenn die Person das nicht will? Und dann fangen solche Gedankenspiralen eher an, bevor ich dann irgendwie auf die Idee komme, mal irgendwie nachzufragen oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, meistens sind meine Freundinnenschaften dadurch entstanden, dass wir irgendwie ein gemeinsames Hobby hatten, zum Beispiel, und dann geredet haben und ja, dann von Hölzchen auf Stöckchen quasi kamen und ja, darüber gemerkt haben, dass wir miteinander eigentlich sehr gut connecten können oder einander gut zuhören können oder sowas und dadurch dann
Jahr mehr miteinander gemacht haben und daraus ist dann die Freundinnenschaft entstanden. Aber es gibt auch so eine Freundinnenschaft, die, ich glaube, das war ein bisschen wild. Das war, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hatte ich da eine Person in der Klasse, mit deren Vater mein Dad früher befreundet war. Und keine Ahnung, ich bin dann so richtig, ich glaube, das war so ein bisschen weird, auf die Person zugegangen und war so, hey, mein Vater hat deinen Vater früher gekannt, keine Ahnung. Und weiß ich nicht, vielleicht war das weird genug, um dann mehr miteinander zu machen, ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall auch eine Freundschaft dann draus entstanden. Ja, aber meistens ist es irgendwie vielleicht nicht mal gemeinsame Hobbys, sondern gemeinsames Studieren und du bist so die einzigen beiden nicht cis-männlichen Personen oder, also was heißt die einzigen, aber wenigen und dann connectest du darüber und ja, wenn dann sich raus oder dann bei einer Freundin, dann hat sich rausgestellt, dass wir uns ganz gut verstehen und so und dann ist es so entstanden. Ja, dann Noah. Wir haben mittlerweile drei Kommentare. Ich fange mal mit dem ersten an und gucke dann, ob ihr was dazu sagen wollt. Ansonsten mache ich einfach weiter. Also der erste Kommentar von Walu. Ich habe meine Freundin noch aus der Schulzeit, also quasi aus einer zufälligen Nähe heraus. Ein großer Punkt, der mich mit allen verbindet, ist, dass wir alle queer sind und deshalb unsere Struggles gut untereinander verstehen können. Habe ich ja, inzwischen ich glaub, nicht mehr aus der Schulzeit, aber da habe ich... Ja, habe ich aber auch welche mitgenommen. Aber da fällt mir gerade ein, es passt zur Schulzeit und zu dem, was Delphine gesagt hat. Ich habe auch FreundInnen aus dem Studium mitgenommen. Einfach, weil wir zusammen das Gleiche studiert haben. Ach, wir brauchen Leute, mit denen wir was zusammen machen können. Dann, na gut. Eine weitere Person hat geschrieben, ich kann Noah zustimmen. Alle meine FreundInnenschaften, ich nenne sie nicht immer so, weiß aber, dass andere unter dem Begriff mehr anfangen können, sind über gemeinsame Hobbys oder Interessen entstanden. Genau. Und ich mache mal noch den letzten von Nia Knight. Ich hätte irgendwie einfach immer random in vier Stunden... Ich hänge irgendwie immer einfach in random in vier Stunden Telefonaten. Und meine tiefsten Bindungen sind aus Jugenddebattierlosen entstanden. Aber ansonsten fällt es mir ziemlich schwer, Menschen anzusprechen und auf ein Niveau des Deep Talks zu kommen. Ich habe aber auch verdammt oft das Gefühl, so seltsam und nischeninteressiert zu sein, dass es kaum Menschen gibt, die ähnlich funktionieren wie ich. Gut, ich glaube, dieses Gefühl kenne ich, vor allem, wenn ich über Astronomie anfange. Immer nicht so einfach, Leute zu finden. Ich meine, ich kenne jetzt Leute. Hallo Chris. ist nicht jedermanns Sache. Genau, und einfach so aus Leute ansprechen und Deep Talks kann ich zum Beispiel auch nicht. Aber das ist ja dann das Schöne, wenn man eben irgendwas gemeinsam macht, dann entsteht das, wie gesagt, bei mir zumindest nebenbei und irgendwann werden die Gespräche, wenn man sich vielleicht öfter trifft, öfter das Hobby oder so wiederholt oder die Interesse, dann von allein zumindest bei mir deeper. Ja. Ja, oder auch die Sache mit aus dem ersten Kommentar, den du eben vorgelesen hast, dass mehrere Leute queer sind und deshalb die Struggles gut verstehen können. So im Nachhinein hat sich bei mir rausgestellt, in meinem Freundinnenkreis in der Schulzeit waren erstaunlich viele queere Menschen dabei, was wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Und vielleicht ja, war das auch so ein Punkt, weshalb wir uns so gut verstanden haben, weil wir eben alle irgendwie ja nicht wie die Norm waren. Und dann darüber zusätzlich zu Interessen oder Sympathie connecten konnten. Und ich glaube, das ist auch was, was immer noch bei mir in Freundinnenschaften eine große Rolle spielt. Beziehungsweise, also mein Freundeskreis ist sehr queer. Und ich glaube, wir connecten da auch viel über Struggle. Nicht nur, aber je nach Freundschaft ist das schon so ein Ding, weil es natürlich auch hilft, wenn... ich das gespiegelt bekomme, wie es, also dass ich nicht irgendwie komisch bin oder als einzige Person struggle oder wenn eine Person mir spiegelt, hey, das, was du durchmachst, ist nicht irgendwie, also du übertreibst nicht in deinem, ja, das belastet mich, sondern das ist valide, wenn ich das gespiegelt bekomme und das geht, glaube ich, besser, wenn die andere Person die Struggle kennt oder ähnliche Struggle und damit was anfangen kann.
Aber Noah, du hast, glaube ich, schon wieder einen Kommentar. Ja, und zwar hat eine Person geschrieben, ja, es ist so schwer, Menschen über gemeinsame Interessen kennenzulernen, wenn man merkwürdige Nischeninteressen hat und es liebt, Fachvorträge über diese zu halten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre sowas sehr gerne, solange ihr mir nicht einen Vortrag über Make-up oder sowas haltet oder Mode, das ist, tut mir leid, das ist nicht meins. Aber ansonsten, ja, es tut mir leid, Scheiße. Ist nicht mein Thema. Das können die Leute leider gerade nicht sehen. Aber ja. Ansonsten höre ich mir gerne Nischenfachvorträge an, wenn einfach jemand für etwas brennt. Ich weiß nicht, ich mag das. Ich höre dann gerne zu. Ich weiß nicht, ich würde noch den Kommentar hinterher schieben und dann gerne ihr. Zwar wurde jetzt geantwortet, oh, ich habe keine Menschen in meinem Freundinnenkreis, der straight, cis und allo ist, kommt jetzt gerade noch. Ich habe tatsächlich bunt gemischt übrigens, aber gut, ich gebe ab. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich mir sowas super gern anhöre, wirklich mal wenn ein Mensch irgendwas faszinierend findet und dafür brennt, dann finde ich das automatisch immer super spannend und wie schon gesagt, habe da auch wirklich ganz ernsthafte Nachfragen dazu. Und generell interessiert mich das halt, wie Menschen durch das Leben so gehen. Also mich interessiert es wirklich voll, wie die Welt sehen, wie die Welt verstehen. Irgendwie finde ich das immer richtig spannend, wie unterschiedlich es da ist. Und ich habe ganz, ganz, also viele Menschen, die irgendwie, mit denen ich in Kontakt bin, die in meinem Leben sind, die wirklich unterschiedlich sind als ich. Und ich genieße es irgendwie immer. Und deswegen feiere ich auch 100-mal meinen Geburtstag und nicht einmal mit allen, weil ich denke, das ist mir zu viel Arbeit, die alle zusammenzubringen. Ich mache das mit jedem Einzelnen, weil die alle wirklich super unterschiedlich sind und das finde ich richtig, macht mir sehr viel Spaß. Delphine. Ich finde das mit dem Nischeninteressen ist auch so, wenn ich merke, eine Person ist von etwas begeistert und das Thema ist vielleicht wirklich nicht unbedingt so ganz meins, dann ist es trotzdem voll interessant zuzuhören, wenn die Person einfach super begeistert darüber redet und manchmal catcht mich dann auch diese Begeisterung. Also ich habe das vor allem viel, wenn FreundInnen von etwas begeistert reden, dass ich danach denke, okay, will ich ausprobieren, will ich gucken, will ich lesen, dass mich diese Begeisterung dann so ansteckt und vor allem weiß ich dann, okay, dann habe ich eine Person, mit der ich darüber reden kann und manchmal ist es auch einfach, dass ich dann der anderen Person, die so begeistert ist, wer sein möchte, wo die Person damit drüber reden kann. Ich habe zum Beispiel, ich fange Spiele oder Serien an, einfach aus dem Grund, dass befreundete Personen die mögen und nicht, weil ich da selber aus mir heraus ein Interesse dran habe, aber meistens ist es dann, dass mich die Begeisterung der anderen Person dafür begeistert und ich das dann gerne mit der anderen Person teile. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei so Nischeninteressen, dass es meistens mehr Leute gibt, die das auch cool finden, aber es ist irgendwie schwer, diese Leute zu finden. Weil ich denke, bei meinen Nischeninteressen dann auch manchmal, ja, da interessiert sich doch keine andere Person für. Und irgendwann kriege ich dann zufällig mit, dass, weiß ich nicht, irgendwer darüber redet irgendwo. Und ich habe das Gefühl, es sind dann meistens doch eher mehr Menschen, die da zumindest gerne zuhören würden, als wir immer denken. Ja, wir haben noch einen Kommentar, beziehungsweise es ist eine Antwort auf den Kommentar mit den Nischeninteressen und dass es so schwer ist, Leute kennenzulernen. Und die Nia Knight schreibt da, ja, eventuell bin ich über solche Stundenvorträge in Pen and Paper reingekommen. Liebe es so sehr zu hören, wofür Menschen brennen. Finde ich relatable. Voll und auch voll ein gutes Thema. Ich will euch nicht unterbrechen, aber ich dachte, vielleicht, außer Charles, du hast noch was Neues dazu, fassen wir das Ganze mal kurz zusammen. So, also gemeinsame Interessen. Ich glaube auch, ich meine, ein Stück weit ist es natürlich schwierig, auf Menschen zuzugehen, aber eben wie gesagt wurde, gemeinsame Interessen oder einfach über das reden, was einen selber interessiert, kann da schon auch sehr, sehr viel bringen, zumindest mal sich kennenzulernen. Ich denke auch, eben, dass es Zeit gemeinsam braucht, dann, dass Freundschaften sich auch enger werden, jetzt wieder in einem nicht hierarchischen Sinn, aber eben über die Zeit oder dass sich eine Bindung aufbaut. Und ich denke, da ist eben noch vielleicht noch wichtig zusammenzufassen, dass Freundinnenschaften eben nicht sofort gleich diese Bindung haben in den meisten Fällen. Also manchmal kann das vorkommen, zum Beispiel, wenn man gemeinsam oder
wenn sehr ähnliche Erlebnisse da sind und das, oder über Anziehung, I guess, also platonische Anziehung für manche Leute, aber ja, es braucht diese Zeit und es braucht diesen Anschlusspunkt und dann, genau. Orca, du wolltest noch was sagen und dann würde ich vielleicht wieder ein Thema wechseln. Genau, mir ist wieder was eingefallen, von dem ich denke, dass vielleicht noch interessant ist. Ich erlebe ja platonische Anziehung tatsächlich und ich habe auch häufiger mal Personen, ich habe das Gefühl, manchmal hängt es auch sehr mit ästhetischer Anziehung zusammen, wo ich mir denke, ich wäre voll gern mit der Person befreundet oder also nicht nur mit ästhetischer Anziehung, aber das passiert schon mal, aber wenn dann da nicht irgendwas ist, so wie so ein gemeinsames Interesse oder manchmal sehe ich einfach nur Leute und kriege einfach nur ein bisschen was mit und denke mir, ich wäre gerne befreundet, aber es ist irgendwie nicht, dass wir irgendetwas teilen gerade, dann ist zwar diese Anziehung da und dieser Wunsch, ich würde gerne mit der Person was machen, aber es fehlt oder mir fehlt dann irgendwie so ein bisschen auch der Grund, die Person anzuquatschen, um dann tatsächlich vielleicht was miteinander zu machen und zu einer Freundschaft zu kommen. Also ja, Anziehung alleine reicht halt auch nicht, um dann eine Freundschaft zu initiieren quasi. Klar. Genau. Aber jetzt können wir gerne weitergehen. Das wollte ich nur noch hinzufügen. So, jetzt haben wir noch Sachen im Chat. Noah? Also erstmal zu Orca hat Nia Knight geschrieben, ja, fühle das viel, viel zu sehr. Und ich weiß leider gerade nicht mehr, worauf sich Moppy bezieht. Moppy hat geschrieben, das kenne ich auch, ist voll scheiße, aber ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Aber Moppy schreibt gerade nochmal. Ach, auch das von Orca. Okay, gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal weiter zum anderen Thema, nämlich zu Normen und der gesellschaftlichen Bewertung von FreundInnenschaften mit unserem Stichpunkt Amatonormativität, weil gesellschaftlich ja die Erwartung besteht oft, die amatonormative Erwartung oft besteht, dass alle Menschen eine romantische Beziehung anstreben sollten und in diesen glücklich und gut aufgehoben sind und im Endeffekt auch in romantischen, also monoromantischen Beziehungen landen. Und daneben werden dann andere Beziehungsformen und eben auch Freundinnenschaften oft abgewertet. Zum Beispiel wird gesagt, Personen sind nur Freundinnen, unter Anführungszeichen. Und ja, Freundinnenschaften werden generell anders bewertet als Paarbeziehungen, haben gesellschaftlich oft einen anderen Standpunkt. Es wird zum Beispiel gesagt, manche Dinge kommen nur in romantischen Paarbeziehungen vor, andere Dinge nur in Freundinnenschaften. Ja, genau. Was sagt ihr dazu oder wollen wir was dazu sagen noch? Ihr merkt, das ist dann der Punkt, wo wir jetzt die Kurve zur Arrow Week endlich kriegen. Yay! Ich würde gerne ein Beispiel, was mir gerade so schön dazu einfällt, prägen. Ich war... ich glaube, das war irgendein Stadtfest, was wir da hatten. Da war ich, also es kommt sowas, Szenen kommen öfter vor. Ich war mit einer männlich gelesenen, befreundeten Person unterwegs. Ich werde gesellschaftlich weiblich gelesen. Irgendwie waren wir wieder an irgendeinem Stand und dann kam wieder der Kommentar, oh, ihr seid ja so ein süßes Paar. Oh, sehr schön. Wir haben gesagt, nee, wir sind kein Paar, wir sind befreundet. Oh, das ist aber schade. Ihr solltet euch wirklich mal überlegen, ob ihr nicht zusammenkommen wollt. Wieso ist das schade? Ich finde das toll, dass wir befreundet sind. Aber ja, nur mal so als Beispiel. Mhm. Oh, das ist auch sehr übergriffig. Sowas durfte ich mir auch schon öfters mal anhören. Ich kann nur den Kopf schütteln. Mhm. Eine Problematik ist da ja auch, also dadurch, dass halt romantische Paarbeziehungen, also monoromantische Paarbeziehungen so als so wichtig bewertet werden und als das, was Menschen dann glücklich macht und wo sie Erfüllung finden dann mit einer Familie. Dadurch passiert es halt auch immer wieder und das fällt dann, also in Aro-Communities reden wir da ja öfters darüber, beziehungsweise
gerade Non-Partnering-Personen trifft das wahrscheinlich auch besonders hart oder Personen, die einfach gerade nicht in Partnerschaften sind. Eigentlich nicht nur Aros, aber okay, dass dann zum Beispiel eine befreundete Person in eine Beziehung kommt, Familie gründet, vielleicht Kinder bekommt und oder vielleicht auch einfach noch gar nicht, sondern einfach nur eine Partnerperson findet, eine romantische, und dann sich die Freundschaft deswegen verändert oder vielleicht nicht mehr so wichtig genommen wird. Und das ist ja auch was, was wir oft erleben. Charles, du willst, glaube ich, was sagen dazu. Ja, was du gerade gesagt hast, mir geht es halt selber so, dass ich irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob das ein Schutzmechanismus ist oder ob das einfach irgendeine amatonormative Prägung ist, in der ich selber lebe oder die ich selber erst noch entlernen muss. Ich habe, wenn ich mit den Personen, zu denen ich enge Beziehungen führe oder eine enge Bindung habe, merke ich selber, dass wenn die jeweils in eine monogam, allo-romantische Beziehung eingehen, dass ich dann automatisch von mir aus selber gar nicht mehr den gleichen Anspruch an unsere Verbindung irgendwie habe. Also ich habe das jetzt in den letzten halben Jahr zweimal gemerkt, dass ich gute Freundinnen hatte, die jeweils dann ihren Partner gefunden haben sozusagen und das relativ enges Verhältnis gegeben hat, relativ schnell. Und ich dann für mich irgendwie so war, okay, um die, weil ich kümmere mich richtig gern, also ich bin richtig gern so emotional für die Menschen, ich sage jetzt einfach, um es leichter zu machen, Freundinnen, da. Und irgendwie macht es mir halt, bin ich gern involviert, wenn es irgendwas gibt, wo ich helfen kann, offenes Ohr oder Ratschlag oder irgendwas durchsprechen oder so immer. Und das war ich dann einfach so, ja okay, jetzt haben die ja je Mensch anderen dafür. Und habe dann selber automatisch da so, ja, das einfach ein bisschen anders neu bewertet oder so ein bisschen gewesen, ja, jetzt warte ich, bis ich wieder nachrücke oder nicht. Also das habe ich schon selber so eingenommen, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall weiß ich nicht, was ich daraus noch machen werde in Zukunft. Noah, dazu gibt es einen Kommentar oder zu was anderem gibt es einen Kommentar? Also zum Thema, nicht direkt zu dem, was du gesagt hast. Ich lese einfach mal vor. Nia Neid hat geschrieben, meine Mutter hat irgendwann mal in einer Art Outing-Situation gesagt, dass der Unterschied zwischen Freundinnenschaften und Partnerinnenschaften ist, dass Partnerinnenschaften ernsthafter wären, länger gingen und sicherer wären, weil sie beständiger wären. Hilfe. Es kommt halt auf die Beziehung an, die Menschen führen. Also ich meine, Freundinnenschaften können wahnsinnig beständig sein, Partnerinnenschaften können wahnsinnig beständig sein, und ich glaube, das Ding ist, ich persönlich möchte jetzt bei dem Thema nicht vergessen, dass es ja für einzelne Personen auch total legitim und das sein kann, was sie sich wünschen, dass die Partnerperson die engste Beziehung ist, dass dann andere Beziehungen nicht mehr so wichtig sind, aber ich glaube, dass das oft auch passiert, weil die Vorstellungen, die wir im Kopf haben davon, so fix sind. Und natürlich ist es so, dass wenn eine wichtige Person im Leben existiert, die sehr, sehr viel Zeit und Raum einnimmt und die Beziehung auch super wichtig ist, dass dann andere Beziehungen anders gestaltet werden. Allerdings muss das halt eigentlich nicht heißen, dass sie dadurch, also dass sie unwichtig werden, dass sie keine Rolle mehr spielen, beziehungsweise sollte es das wahrscheinlich nicht so selbstverständlich heißen. Und das Problem ist meiner Meinung nach so ein bisschen eher die Selbstverständlichkeit, mit der das passiert, ohne darüber gesprochen zu haben. So. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Bild, dass Partnerinnenschaften so wichtig bewertet werden, gesamtgesellschaftlich damit zusammenhängt, dass wir dieses Bild von der kleinen Familie haben, die wo die Leute in dieser kleinen Familie sich gegenseitig unterstützen, was dieses Ideal ist, was hier bei uns vorherrscht und wonach wir leben sollen. Und da denke ich, spielt dann auch so Sachen mit rein, wie wenn du eine Partnerinnenschaft hast, die du auch eintragen lässt oder du heiratest oder so, dann hast du ja auch zum Beispiel steuerliche Vorteile und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese, also nicht, dass das der alleinige Grund ist, aber dass das auch dazu beiträgt, dass Partnerinnenschaften
als wichtiger bewertet werden, weil es nicht nur eine andere Form von Beziehung ist, sondern weil es auf verschiedenen Ebenen Auswirkungen hat, beziehungsweise Vorteile haben kann. Allein wenn ich zum Beispiel einen Ehepartner habe und es passiert irgendwas gesundheitlich oder so, dann kann gegenseitig Entscheidungen getroffen werden. Und wenn ich jetzt in dem Sinne nur in Anführungszeichen befreundet bin, dann habe ich dieses Recht nicht. Und ich denke, dass das auch einen Einfluss in der Bewertung hat. Wobei es ja sinnvoller wäre, wenn wir das auf einzelne Personen aufteilen könnten. Ja, und wenn wir einfach größere Care-Netzwerke bilden könnten, als einfach nur auf diesen kleinen Knubbel an Menschen angewiesen zu sein für alles. Nicht, dass das was Schlechtes ist, aber wenn ich ein großes Netzwerk habe, in dem Menschen füreinander da sind, hat es natürlich auch ganz andere Vorteile, hat sicher auch andere Nachteile, aber also machen lässt sich das schon, es ist nur gehen. Bürokratischer Aufwand, der dahinter steckt, während halt das mit einer Partnerschaft oder einer Ehe dann halt per Default einfach geregelt ist. Ja, es ist aber auch, glaube ich, was in unserer Gesellschaft nicht so, also ich will jetzt eigentlich nicht so sehr darauf eingehen, aber so ja. Intersektion mit Patriarchat und dass das Patriarchat ja schon diese kleinen Familien braucht, aber da groß drauf einzugehen, ich glaube, dann sitzen wir in 3 Stunden noch hier. Sagen wir, es ist nicht üblich. Ja. So, Noah, wir haben Kommentare. Dann mehrere, also 3 Stück. Also erstmal zu, was Charles noch gesagt hatte, hat eine Person geschrieben, wenn andere in monogamen Beziehungen kommen, stelle ich mich auch etwas in den Freundinnenschaft zurück, weil oft unterschwellig übermittelt wird, dass die Person ihre Priorität 1 gefunden hat und ich mich dahinter sortieren soll. Da haben auch noch 2 Personen zugestimmt. Da will ich auch noch kurz sagen, mache ich nur in der Anfangszeit, weil ich weiß, wie es ist, sich zu verlieben. Und am Anfang bin ich immer dermaßen durch den Wind und habe einfach den Fokus nicht, dass ich mich am Anfang auch zurückstelle und danach dann so nach und nach wieder, hallo, hier bin ich auch noch, ne? Können wir mal wieder? Es klappt meistens, aber gut, ich kenne meine Leute. Wollt ihr dazu was sagen, sonst lese ich den nächsten Ich wollte dazu was vor. Sagen. Charles. Und zwar voll, und was er noch ganz kurz sagen wollte, wenn ich wirklich eine Bindung mit den Menschen hatte, dann freut mich das auch für die. Das ist gar nicht, wo ich mir dann denke, ach, irgendwie jetzt bin ich hier zweite Wahl oder so. Ich freue mich ganz ernster für die, dass sie Liebe irgendwie gefunden haben. Ich finde es faszinierend, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn das irgendwie für mich irgendwas sehr Abstraktes ist, freue ich mich für die, wenn die eine Person gefunden haben, in denen die all das machen können. Nur da habe ich eben selber gemerkt, dass ich, das, was ich schon erklärt habe. Aber ich wollte nur mal sagen, dass für mich auf jeden Fall da eine große Freude im Vordergrund steht für Personen, die und es nicht mit also keine negativen Gefühle für mich beinhaltet, ist einfach nur ein Fakt für mich. Genau. Noah, du darfst weitermachen. Mach den nächsten. Ja, ich freue mich übrigens auch für die Leute. So, der nächste Kommentar bezieht sich, glaube ich, von Nienheit nochmal auf, was Finn dann erklärt hatte dazu. Und zwar hat Nienheit geschrieben, so als ob du einen Freifahrtschein hättest, Freunde zu verletzen. Aber ich bin absolut dabei. Danke für die Gedanken dazu. Und Faye hat jetzt noch geschrieben, ich sehe es gegenteilig dazu. Gerade Freundinschaften werte ich für mich als wichtiger als romantische Beziehungen, weil ich sie bisher als ebenso tief und beständiger erlebt habe. Wieso sollen diese schon 15 Jahre haltende enge Freundinschaft weniger wichtig sein als eine 6 Monate haltende Beziehung, in der halt ein bisschen geküsst wird? Da gibt es jetzt schon 2 Däumchen noch für. Da gebe ich auch ein Däumchen dazu. Okay, jetzt 3. Das ist mir schon vorhin aufgefallen Part, dass hier Freundinnenschaften und Partnerinnenschaften, dass die Partnerinnenschaften ernsthafter wären. Also ich habe Freunde seit der Schulzeit und seitdem 3 oder 4 Partnerinnenschaften durchgemacht. Also da haben definitiv die Freundschaften irgendwie mehr gehalten. Und sind mir auch wichtiger. In dem Zusammenhang ist es auch tatsächlich ein Punkt, dass ich irgendwie gerne viel auf die Einschätzung meiner Freundinnen gebe, was irgendeine neue Partnerschaft angeht. Wenn die mir irgendwie sagen, oh, pass mal auf oder pass auf dich auf, irgendwie die neue Partnerperson, die du da hast, da habe ich das Gefühl, das tut dir jetzt eigentlich nicht so gut, dann ist das durchaus was ich in meine Überlegungen mit einbeziehe.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen auch schon eine Überleitung, weil es gibt natürlich einerseits diese Abwertung gesellschaftlich von Freundinnenschaften gegenüber Beziehungen, romantisch, monoromantischen Partnerinnenschaften. Ich möchte jetzt gar nicht so lang drüber reden, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Vorstellungen von einem wahren Freund, einer wahren Freundin. So. Und da ja auch jede Menge, also meiner Meinung nach schon sehr, sehr seltsame Normen, um ehrlich zu sein. Vielleicht gehen wir da noch ganz kurz drauf ein. Ich habe zum Beispiel auch mal, ja, ich hatte da tatsächlich mal gegoogelt und bin da auf Dinge gestoßen, von wegen Dinge, die eine wahre befreundete Person alles leisten können muss. Wie dir immer ewig zuhören. Also wirklich so Anforderungslisten, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt eigentlich gar nicht so anders wie Vorstellungen, die manche Menschen von romantischen Beziehungen haben. Und ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Auch so, oder auch so Sachen wie, ja, wenn du eine Person nicht mehr vermisst, dann ist es besser, wenn du diese Freundinnenschaft beendest. Wo ich mir denke, so, ja, okay, dann kann ich eigentlich alle meine Kontakte beenden. Like, was mache ich damit? Na gut. Noah. Also viele Punkte, die du da gesagt hast, sehe ich ähnlich. Wir haben, ich glaube, noch zum alten Thema gerade noch zwei Kommentare. Soll ich die noch vorlesen? Oh, noch einer, Ja, drei. klar. Klar. Gut, dann lese ich die noch vor. Moppy hat geschrieben, für mich fehlt sich, nee, fühlt sich, oder? Ich glaube, fühlt sich soll das heißen. Für mich fühlt sich eine romantische Beziehung wesentlich intensiver an. Weiterhin hatte ich noch nie eine wirklich tiefe Freundschaft. Daher verstehe ich diese romantischen Beziehungsweise ist wichtiger Ding. Okay, gut, Entschuldigung, ich komme gerade nicht drauf, aber ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Dann hat Faye geschrieben, nochmal als Antwort auf das von Nia Knight. Trennungen unter Freundinnen werden oft auch weniger ernst genommen, weil es in Anführungszeichen normal sei, dass sich Freundinnen auseinanderentwickeln und verschwinden, sobald eine Person einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Und man nicht zusammen gewesen sei, weshalb, Moment, jetzt ist das gerade gesprungen, und man nicht zusammen gewesen sei, weshalb sollte man also traurig sein? Man liebt doch diesen Menschen nicht. Also nicht romantisch jedenfalls. Auf der anderen, aber ebenso wertvollen Weise. Da ist es doch logisch, über eine Trennung von einer Freundin traurig zu sein. Da sind gerade noch zwei Plus-Symbole dazugekommen. Ich habe eine winzige Bitte an euch. Bitte macht, während ich lese, keine Emojis, dann springt der Text und ich verliere die Zeile. Macht es bitte danach oder davor. Dankeschön. Ups. Aber ich freue mich, dass drei Leute dem zustimmen. Genau, Orca will was Okay. sagen. Okay, ja. Ja, genau zu dem Kommentar. Also, wenn Trennungen von FreundInnen weniger ernst wären oder weniger schlimm, in Anführungszeichen, dann frage ich mich, warum ich seit ja fast 2 Jahren einer Freundinnenschaft hinterher trauere, die nach vielen Jahren davor auseinandergegangen ist, die, also selbst wenn ich die bewusst beendet habe, dann ist es trotzdem eine ja vorher sehr wichtige Person gewesen, egal warum es dann die Freundschaft nicht mehr besteht, aber wir waren ja davor sehr lange Zeit, oder was heißt, noch nicht mal die Zeit ist besonders wichtig, aber wir waren befreundet, wir haben viel geteilt, viel miteinander geredet und uns sehr gut verstanden. Und da war dann auch eine Bindung da, und wenn die weg ist, ist es ja nicht nichts, nur weil es keine romantische Anziehung gab oder keine romantische Bindung, Beziehung gab, sondern es ist ja immer noch ein Mensch aus meinem Beziehungsnetzwerk, der dann ja relativ plötzlich weg ist und wo dann ja ein Platz leer ist, plötzlich, wo vorher eine wichtige Person war, und das hat natürlich Auswirkungen. Und ich weiß, also ich würde es jetzt nicht mit irgendwas vergleichen oder sagen, es ist schlimmer oder es ist weniger schlimm. Es ist einfach ja auf eine sehr individuelle Weise. Ja, einfach keine schöne Erfahrung, sondern es fehlt etwas und hat natürlich Auswirkungen. Ich glaube halt, dass die Dynamik oder
häufig gelebte Dynamik unter FreundInnen irgendwie in einen anderen Raum dafür gibt, auch so eine Art Auseinanderleben mehr, also unter anderem mehr zu erlauben, sage ich jetzt einfach mal, weil so wie ich das sehe, dass es schon irgendwie möglich ist, dass man sich unter FreundInnen mal 2 Wochen nicht meldet, dann 3 Wochen nicht meldet und dann ein halbes Jahr nicht meldet und dann irgendwie kann es dann schon passieren, dass so ein Auseinanderleben stattfindet. Ich glaube eher als bei amatonormativen, alloromantischen, monogamen Beziehungen, die ja davon leben, dass sie sich, also nicht mal eine Woche und dann 2 Wochen und dann ganz dynamisch irgendwie, vielleicht auch, keine Ahnung, echt sein, aber ich glaube weniger. Aber ich finde auch, dass ganz allgemein, ohne es zu vergleichen, dieses Gespräch rund um Freundinnenschaft oder wie werden Freundinnenschaften beendet, wenn es eben kein Auseinanderleben gibt, aber wenn es irgendwie zum Punkt kommt, wenn Dinge passieren und dass da dann irgendwie auch echt wenig Raum für die Gefühle da ist, für Gespräche darüber, für was für Closure oder ne, um irgendwie zum eigenen Abschluss zu kommen. Braucht eine Person dafür und welches Supportsystem braucht man eventuell auch? Ich meine, wenn eine befreundete Person von mir, ich sage jetzt auch mal befreundete Person von mir, ihren Partnermenschen aus einer besagten romantischen Beziehung verliert, dann ist es irgendwie ganz klar, dass die Person jetzt trauert und viele Emotionen durchlebt und alles sind da und ist voll in Ordnung. Und Ähnliches oder Gleiches, Vergleichbares ist ja rund um Freundinnen, das Ende bei Freundinnenschaften überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, dass da ja irgendwie mehr Raum für bräuchte und mehr Verständnis für bräuchte oder braucht, nicht im Konjunktiv. Noah? Ich weiß nicht, Finn hatte sich noch gemeldet. Ob Finn noch vorher? Ja, ich hatte mich noch gemeldet, weil ich noch mal zu meinem Thema kurz zurückgehen wollte, nämlich dass andererseits habe ich vor einer Woche oder zwei jetzt oder eineinhalb inzwischen mit einer Person gesprochen, also Philosophie-Café über FreundInnenschaften. Eigentlich war Aristoteles nikomachische Ethik, aber ist nicht so wichtig. Jedenfalls hat die darauf bestanden, dass, also da war überhaupt kein Auseinanderleben möglich. Also auch voll dieses, eine gute Freundschaft hält oder muss halten, muss das und das, muss was auch immer, muss sich auch melden, etc. Es ist halt irgendwie auch beides spannenderweise, finde ich. Na gut, sorry. Dann wieder zu den Kommentaren. Ich würde sagen, wir lesen die noch und dann springen wir aber endgültig zu dem anderen Thema. Also, Nia Knight hatte jetzt noch geschrieben zu dem Kommentar davor, also zu dem eigenen Kommentar davor, war noch ein Gedanke zu meinem Kommentar zuvor. An sich freue ich mich für FreundInnen. Mein Hirn ist nur oft davon überfordert, wie Menschen so schnell Beziehungen finden und sich verlieben können. Dem stimmen noch 2 Menschen zu. Und dann hat Nian halt nochmal geschrieben, ja, oder allgemein Konflikte in Freundinnenschaften und auch Verlust, Angst irgendwo. Das war nochmal eine Antwort auf Faye mit dem Thema der Trennungen und so, dass sie normalisiert werden. Und da hat auch noch eine Person zugestimmt. Jetzt würde ich sagen, wir hatten ja das Thema, was ist eine wahre Freundinnenschaft, glaube ich, angeschnitten. Vielleicht versuchen wir da jetzt wieder hinzukommen. Ja, also wir müssen jetzt auch nicht wirklich lang drüber reden, weil wir machen jetzt auch schon eine Weile, würde ich mal sagen. Aber vielleicht, wenn wer von euch dazu noch was hat, weil ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal auch an Freundinnenschaften Erwartungen gibt, die einfach, ja, vielleicht auch nicht ganz realistisch sind oder nicht ganz, nicht realitätsnah jedenfalls. Ja, Orca? Ich glaube allgemein bei dem Thema diese weirden Normen für Freundinnenschaften oder auch was wir vorhin hatten, die Normen zu Partnerinnenschaften und wie sie gewichtet werden, das ist alles sehr, also für manche Menschen passt das mit Sicherheit oder für manche Menschen ist die romantische Beziehung das Wichtigste, für manche Menschen ist eine wahre Freundinnenschaft eine, auf die bestimmte Punkte zutreffen und vielleicht gibt es auch andere Leute, die dem genau zustimmen, aber es ist halt so, es kann nicht irgendwie auf die gesamte Menschheit übertragen werden, weil wir einfach alle so verschieden sind. Ich meine, wir sitzen hier gerade auf dieser Stage mit 5 Leuten, von denen alle, also ja, wir stimmen einander in einigen Punkten zu, aber wir sind ja nicht alle mit unserer Meinung genau konform und wir sind nur 5 Leute. Und ja, es kann einfach nicht sein, dass wir sagen, so eine Freundinnenschaftsnorm, die passt für alle Menschen und für jeden Menschen ist eine wahre Freundinnenschaft, wenn die Person sich jeden Tag meldet und wenn sie immer da ist, wenn sie schon merkt, ohne dass die andere was gesagt hat, dass es der Person schlecht geht oder
wenn sie genau weiß, was die Lieblingsfarbe ist, das Lieblingsgericht, wie das erste Haustier in der Kindheit hieß oder irgendwas in die Richtung. Für manche macht das sicherlich eine wahre Freundinnenschaft aus, aber es ist halt nicht allgemeingültig. Und für manche ist es wichtig, dass FreundInnen einander vermissen. Für manche ist es nicht wichtig. Und ich glaube, da ist einfach wie überall, solange da alle Leute mit fein sind, wie wir mit unseren Freundinnenschaften umgehen, dann passt das ja voll. Wenn, weiß ich nicht, für mich voll fein ist, wenn sich die eine Person, mit der ich mal super eng war, jetzt, wenn wir nicht so viel machen und das passt für uns beide, dann ist es ja voll okay. Und wenn ich aber jetzt mit anderen FreundInnen denke, ja, ich würde gerne 24/7 mit dir aufeinander hocken und die andere Person ist fein damit, dann ist es ja auch cool. Und wenn das nicht passt, dann ja, passt es halt nicht. Das ist dann vielleicht schade an manchen Stellen und finde ich selber auch schwer mit umzugehen manchmal, aber es ist ja nicht, ja, wir können nicht alle von anderen das erwarten, was für uns wichtig ist. Und wir können auch nicht erwarten, dass alle in eine Norm reinpassen. Finde ich sehr schön gesagt, Orca. Kann ich nur zustimmen. Noah, ich glaube, wir haben einen Kommentar. Ich wollte noch den Kommentar vorlesen und ich wollte nur ansagen, ich hatte vorhin kurz was von der Liste erzählt. Ich hätte sie gefunden. Kann ich, wenn gewünscht, nachher noch zum Besten geben. Erstmal zum Kommentar. Mobby hat geschrieben, können Freundschaften auch irgendwie ein Familienersatz sein? Falls ja, wie lange dauert sowas? Und wie sieht sowas im Detail aus? Ich glaube, das kann man pauschal nicht beantworten. Also ich habe zwei Freundschaften, die ich definitiv schon so ein bisschen als Familie bezeichne. Die eine einfach, weil sie sehr lange besteht und sehr in der Zeit sehr tief geworden ist. Und na gut, die andere Freundschaft ist durch eine Anziehung entstanden. Allerdings habe ich keine platonische, ursprünglich romantische Anziehung, sagen wir es mal so. Aber es ist eine Freundschaft. Ich glaube, das kann man echt pauschal nicht sagen. Ja, aber gut, ich gebe mal weiter. Parker, bitte. Ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass es pauschal nicht gesagt werden kann. Ich habe ja eingangs gesagt, für mich sind Freundinnenschaften auch eine Art Familie, quasi eine erweiterte Familie auch. Und manche Freundinnenschaften sind mit Leuten aus meiner Familie. Aber es ist halt, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich die Person gerade einen Monat kenne und wir machen aber super viel, wir unterhalten uns über tiefe, also wir haben tiefe Gespräche oder sonst was, dann habe ich schon das Gefühl, dass, beziehungsweise dann würde ich die Person in dem Moment als Familie für mich bezeichnen. Und es kann aber auch sein, dass ich mit einer befreundeten Person jetzt vielleicht seit 3 Jahren, also wir sind seit 3 Jahren befreundet und ich würde sagen, ja, ist vielleicht Familie oder würde es dann nach 2 Jahren als Teil meiner Familie bezeichnen. Das ist einfach ganz unterschiedlich und kommt sehr drauf an. Und es ist auch nicht immer, dass es irgendwie sehr tiefe Gespräche dafür braucht. Ich kann nicht mal genau sagen, was es ist, damit ich die Person als Familie bezeichne. Ich weiß nur, dass es was ist, was ich mit Personen hatte, bei denen ich auch tatsächlich nicht komplett ich selbst sein konnte, aber mit denen ich super viel gemacht habe und wo wir über verschiedene Sachen connected haben und Sachen geteilt haben, die ich dann schon irgendwie als Teil ja, meiner Familie gesehen habe, wobei ich da auch ähnlich wie den Begriff Freundinnenschaft Familie sehr weit fasse. Und das müssen nicht immer Leute sein, mit denen ich in allen Belangen auf einer Wellenlänge bin oder immer ich selbst sein muss, sondern wie bei Freundinnenschaften, das kann sehr irgendwie, ja, manchmal auch einfach sein individuelles Bedürfnis oder ein Bedürfnis, was erfüllt wird und dann, ja, langt das quasi schon, um sie als Familie zu bezeichnen. Und ja, es ist einfach super individuell. Charles? Ja, um das individuelle Spektrum individuell zu halten, ein Einblick bei mir ist auch irgendwie so eher als Zuwachs zu meiner Familie. Meine Eltern sowie auch meine Geschwister sagen immer, oder bei uns ist irgendwie so ein Mantra, eure Freunde sind unsere Freunde oder eure Freunde sind meine Freunde oder eure FreundInnen sind meine FreundInnen. Und das wird auch durch die Bank weg so gelebt. Also es können
immer Leute, denen ich vertraue, wird auch automatisch von meiner Familie vertraut. Und dann können die irgendwie auf die Schwarmintelligenz von meiner Schwester zugreifen oder von meinen Eltern oder wie auch immer. Oder auch gewisse Ressourcen wie irgendwie übernachten oder vielleicht mal gucken, ob es ein Praktikum gibt bei der Arbeit von meiner Mom oder so. Also irgendwie, das ist immer absolut so, ja, und das ist dann auch voll schön bei meinen Eltern speziell, dass sie das auch ganz bewusst bei mir, ganz automatisch, ohne dass ich mich irgendwann mal vor denen geoutet habe, auf meine Freundis ausweiten und nicht bei meinen Schwestern ist es eher ein bisschen auf die Partner basiert. So dieses, okay, ihr seid jetzt Teil der Familie, und bei mir ist auch immer, wird auch immer aktiv gesagt, so, bring doch deine Freundin zum Familienfest oder bring doch, eine befreundete Person mit oder wie auch immer. Und da ist es irgendwie absolut so, dass das so ein einfach Vergrößerung ist, wenn Menschen mir nahestehen, dass eine Vergrößerung der Familie ist in jeglicher Hinsicht irgendwie. Chris, vielleicht? Also ich kennt zumindest noch das Konzept von Chosen Family, was angeblich auch so unter die Kategorie von alternativen Beziehungsformen gezählt wird, so wie QPRs, dass man tatsächlich dann irgendwie Leute zu seiner Wahlfamilie deklariert. Ich kenne zwei Leute, die mich als Teil ihrer Wahlfamilie deklariert haben. Bei einer Person hat es den nicht ganz so schönen Hintergrund, dass diese den Kontakt zu ihrer Familie komplett abgebrochen hat. Aber die sucht sich halt jetzt quasi in ihrem Freundeskreis die Leute, die sie an der Stelle supporten dafür. Und ich kriege das Feedback immer, dass das besser funktioniert, als es mit der Familie funktioniert. Von daher ist das definitiv, würde ich da zustimmen, dass Freundschaften ein Familienersatz sein können. Und ich glaube, da gibt es auch einen passenden Kommentar. Ja, genau. Ich lese ihn einfach mal vor von Nia Knight. Mein bester Freund ist wie eine Art Zwillingsbruder für mich und mein Freundinnenkreis geht inzwischen auch in Richtung Chosen Family. Aber das ist bisher nichts, was sich absolut sicher anfühlt, weil ich auch teilweise Angst habe, das exakt so zu kommunizieren, weil es nur mein Empfinden ist. Ja, total. Also ich möchte jetzt gar nicht mehr viel hinzufügen, weil ihr habt eigentlich schon einiges gesagt, und wobei das natürlich auch immer ein Thema für eine Folge wäre selber. Ich würde sagen, wir sind schon eine Weile dran. Also wenn jetzt für euch hier niemanden mehr ein Thema total wichtig ist, würde ich sagen, kommen wir in Richtung Ende. Ihr habt jetzt einen Moment, um mir zu widersprechen. Ich hatte gerade gesehen, dass noch eine Person angefangen hat zu tippen, aber ich sehe es gerade nicht mehr. Also ich würde sagen, wenn ihr noch was schreiben wollt, dann jetzt die letzten Kommentare. Ansonsten hat noch eine Person der Aussage von eben zugestimmt. Ansonsten wäre ich damit fein. Also das können wir, die anderen Ideen, die wir da noch haben, das können wir sicherlich auch mal in Folgen verwursten, wie ich so gerne sage. Und Chosen Family wäre bestimmt mal ein schönes Thema. Mhm. Total. Ja, dann würde ich sagen, wir haben uns noch eine Frage zu stellen, und zwar, was nehmt ihr euch aus dieser Live-Folge heute mit? Habt ihr eine Idee? Hat jemand eine Idee? Ja, Noah. Noah möchte Stopp sagen. Es kam noch schnell die Frage, was ist Chosen Family? Will es jemand von euch erklären? Orca? Ja. Ja. Chosen Family es kann verschiedene Gründe erstmal haben, warum sich ein Mensch eine Chosen Family sucht. Chris hatte ja eben gesagt, dass eine Person, die keinen Kontakt mehr zu ihrer leiblichen Familie dann in dem Sinne hat. Oder bei mir ist es einfach eher so eine Erweiterung. Charles hatte das ja vorhin auch angedeutet. Eine Chosen Family ist quasi die Leute, die du dir suchst, die für dich enge Kontakte sind oder Leute, die dir aus irgendeinem Grund wichtig sind. Oder wenn wir das Konzept von Nutzen, was wir heute schon mal öfter hatten, auch da reinnehmen, dann Leute, die ja, irgendein Bedürfnis zum Beispiel erfüllen. Also einfach die Familie, die wir uns selber aussuchen, weil wir uns die Familie, in die wir reingeboren werden, ja bekanntermaßen nicht aussuchen können, sondern da müssen wir mit dem umgehen, wie die Leute sind. Und bei der Wahlfamilie sind es Menschen, die wir uns selber aussuchen, die uns
wichtig sind oder mit denen wir eine Bindung haben oder sowas. Genau. Ja, Rietz hatte geschrieben Wahlfamilie, genau. Ja, dann hatten wir jetzt noch unser spontanes Lexikon. Vielen Dank, Orca. Aber jetzt, was nehmt ihr euch aus der Folge mit? Will jemand anfangen? Noah? Oder willst du wieder Stopp schreien? Also ich möchte eigentlich nochmal Stopp schreien. Ich habe das Gefühl, die Community sieht es noch nicht ganz als beendet. Da sind noch zwei Kommentare, soll ich sie nochmal vorlesen? Aber dann bitte, bitte nicht mehr schreiben, das sind die letzten. Ja, bitte. Also, Moppy hat noch geschrieben, Thema Chosen Family. Ich verstehe nicht, wie das Aussuchen funktioniert. Basiert das auf bekannten Freundschaften? Und die nächste Person, ich hau's noch gleich mit rein. Bei mir ist es vor allem so, dass mir meine Familie einfach keine Sicherheit gibt, weil toxisch, narzisstisch und stuff. Und das sind einfach die Menschen, die sich nach zu Hause anfühlen und mir Sicherheit geben. Aber vielleicht nochmal auf Moppis Frage. Die sich nicht nach zu Hause anfühlen. Kurz eingehen und dann. Also wie das Aussuchen funktioniert. Ocker? Ja, ich würde sagen, Aussuchen ist auch so ein Begriff, der so halb passt. Ich habe das Gefühl, manchmal passiert es auch einfach. Ich habe zum Beispiel, bei mir war das mein Vater, ich versuche nicht allzu lang auszuholen. Mein Vater ist in der Freiwilligen Feuerwehr schon quasi seit immer und ich bin dann irgendwann auch da rein und hatte aber dadurch irgendwie von klein auf mit den Leuten, die da drin waren, zu tun. Teilweise waren sie unsere BabysitterInnen oder wir waren auf Festen oder weil, Kameradschaft ist da halt so ein Ding und dann machst du halt auch relativ viel. Und die waren dann irgendwie, es waren jetzt nicht irgendwie meine FreundInnen in dem Sinne, aber es waren Leute, die da waren, Leute, auf die du dich auch verlassen konntest und mit denen irgendwo eine Verbindung da war. Und ich habe dann die auch teilweise als Familie bezeichnet. Und das war nicht, dass ich mir die ausgesucht habe, sondern ja, es ist entstanden dadurch, dass eine Connection da war und eine Gemeinsamkeit da war und dass sie einfach in meinem Leben waren. Und bei anderen Leuten ist es aber dann, das sind Freundinnenschaften, die ich vielleicht bewusster eingegangen bin und wo dann vielleicht dieses Aussuchen etwas mehr zutrifft, wobei ich da das Gefühl habe, es ist auch oft so ein Ding von Zufall, mit wem gerade wirklich eine Freundinnenschaft entsteht, weil ich das Gefühl habe, da müssen auch verschiedene Sachen immer zutreffen. Also beide Personen müssen irgendwie ein Interesse haben daran und deswegen ist Aussuchen vielleicht auch nicht unbedingt der Begriff, der es am besten beschreibt, sondern manchmal passiert es einfach und ergibt sich. Genau, das ist jetzt, glaube ich, auch nichts, wo man quasi auf irgendwelche Partnersuche-Seiten oder sowas gehen würde und sagen, ich suche eine Chosen Family, sondern ich glaube, das entwickelt sich eher wirklich aus sehr viel Zeit und safe fühlen mit diesen Personen. Voll, also sowas kann, also das geht ja auch nicht, weder von heute auf morgen noch geht das, weil ich es gerade machen kann, so, sondern es braucht halt schon auch die richtigen Personen und das alles. Aber gut, wer jetzt noch schreibt, darf die Folge schneiden. Und zweitens... Das war eine Drohung. Und zweitens, die Drohung an meine Leute jetzt. Ihr hattet jetzt genügend Zeit, euch zu überlegen, was ihr aus der Folge mitnehmt. Also, wer fängt an? Bitte. Fange ich an und bringe den Standardsatz. Man sieht einmal mehr, dass auch Freundschaften etwas sind, das nicht für jede Person gleich funktioniert. Wir bewegen uns da auf einem großen Spektrum. Und ein anderes Ding, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich mir das nächste Mal meine Soundeinstellungen für Twitch anschaue, denn ich glaube, wir hatten irgendwie 40 Minuten keinen Sound auf Twitch. Man hat nur mich gehört. Ich meine, klar, ich höre mich auch selber gern reden, aber es ist vielleicht schon sinnvoll, wenn die Leute, die da sind, auch die anderen Beteiligten hören. Ich habe das gefixt. I am sorry dazu. For telling you. Es tut uns leid, yes. Twitch. Sehr gut. Wir lernen. Charles, hast du was? Ich nehme auf jeden Fall mit, dass
Freundinnenschaften von mir vielleicht manchmal ein bisschen oder ne, so soziale Bekanntschaften vor allem einfach sehr oft ein bisschen als selbstverständlich genommen werden und dass ich da vielleicht ein bisschen an mir an mir selber so ein bisschen drüber nachdenken will, woher das kommt und warum einfach weiter über mich selber nachdenken, warum ich meine Freundinnenschaft oder meine Beziehung so führe, wie ich sie halt führe, weil ich weiß, dass ich damit schon zum Teil, also ich gehe offen damit um und ich sage auch, wie ich verschiedene Dinge, was für mich verschiedene Dinge in der Freundinnenschaft passiert, aber das war kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Aber da will ich einfach für mich selber noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, ich will einfach weiter über dieses Thema nachdenken, weil ich für mich selber da das einfach noch nicht zu Ende gedacht habe und weil ich oft das Gefühl habe, dass ich manchen Menschen einfach nicht gerecht werden kann, obwohl ich es gerecht werden will. Und irgendwie nehme ich das so ein bisschen aus der Folge mit. Also vielleicht kein komplett positiver Punkt für mich zum Schluss, aber auf jeden Fall einer, den ich wirklich mitnehme und über den ich wirklich noch viele Gedanken mir machen werde. Genau, Noah. Ja, ich muss auch sagen, ich nehme ja mal mit, dass das eigentlich ein noch viel größeres Thema ist, als ich ursprünglich dachte. Und ich finde, da können wir wahrscheinlich noch viele schöne Folgen draus machen. Haben wir hier so einen, ich sag mal, Ansatzpunkt, also schon alleine Chosen Family, aber auch noch andere Punkte. Und ich bin mal wieder erstaunt, was das einfach wieder für ein Riesenspektrum ist. Aber hey, es sind alles, wir sehen immer in Spektren, ich sag's immer wieder. Ich finde es einfach nur faszinierend. Ich gebe gerne mal wieder ab. Ich finde auf jeden Fall, was ich vielleicht mitnehme, auf einer nicht ganz so ernsthaften Note, was mir aber vorher schon klar war, mit einem Haufen aplatonischer Personen kann man gut über Freundschaften quatschen. aber vielleicht so ein klein bisschen ernster, was ich mir, glaube ich, mitnehme, nochmal, dass ich auch in meinen Freundschaften, die ich habe, versuchen will, mehr über so Bedürfnisse zu sprechen, auch wenn ich das super schwierig finde, weil wir hatten vorhin irgendwann den Kommentar, wo Verlustangst angesprochen wurde und das ist etwas, was ich kenne und wo ich schlecht mit umgehen kann und ja, wo ich also eigentlich ganz schön fände, mehr so zu dem zu kommen, was du, Charles, gesagt hast, mit sich für Leute einfach auch mehr freuen können, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Beziehung oder so finden oder einfach irgendwie da mehr drüber nachzudenken und ein bisschen mehr Gedanken daran, was Freundinnenschaft bedeutet oder was so die Bedürfnisse gegenseitig sind. Ja. Finn, ich glaube, du bist dran. Ja. Genau, ich mache jetzt den Abschluss mit etwas, was absolut null mit dem Thema der Folge zu tun hat. Ich habe versucht, diese Folge irgendwie zu moderieren, sie unter 1,5 Stunden zu halten. Es hat nicht geklappt. Ich nehme mir mit, wie krass gut, also ich wusste vorher, dass Getz das krass gut kann. Aber ich nehme mir mit, was das für eine Leistung und für einen Aufwand ist und nächstes Mal mache ich es besser. Danke. Nee. Du hast das sehr, sehr gut gemacht, Finn. Es war einfach Hörgewalt. So halt. Hat geklappt. War gut. Ich habe mich so bemüht. Gut. Damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Die Redaktionsleitung der Folge habe ich übernommen, Finn. Im Vorbereitungsteam der Folge waren noch Orca, Noah, Luna, ich, Chris und Charles mit dabei. Vielen Dank euch alle und vielen Dank auch euch als Moderationsteam hier. Ihr seid super und ihr redet viel, aber es ist immer sehr toll mit euch. Ja, den Schnitt der Folge wird Charles übernehmen und auch dafür vielen, vielen Dank, Charles. Es hat dann niemand geschrieben mehr. Ich kann es dir leider nicht abnehmen. I tried. Okay, dann, jetzt seid ihr dran. Ihr könnt euch natürlich immer zurückmelden, mit uns nachher rübergehen ins Café und noch ein bisschen quatschen, wenn ihr wollt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, meldet euch immer gerne bei uns. Wir finden immer was zu tun. Genau, wo könnt ihr uns erreichen? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast, auf Facebook, Twitter, Mastodon und wir haben auch einen YouTube-Channel, aber das ist alles auch in den Shownotes verlinkt.
Zumindest dann, wenn wir diese Folge dann mal hochladen. Vorher müsst ihr uns bitte jetzt drüben im Café fragen. Ja, ihr könnt uns dann auch noch eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net. Und wir haben hier auf dem Server Aspect German auch noch einen Channel, in den ihr schreiben könnt. Und damit sage ich tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Und übrigens auch ein Dankeschön hier an die Community. Denn ohne die Kommentare wäre die Folge, glaube ich, gar nicht mal so lang geworden.